Deine Hoffnung ist nur Täuschung, alter Narr. Wenn es euch so leicht fällt, in meine Gedanken einzudringen, Kerrigan, dann wisst ihr auch, dass ich niemals aufgeben werde, solange noch Hoffnung besteht. Sagen, in Arudi, ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Sprecht ihr mich an? Gut, die Prophezeiung weist uns den Weg. Euch gehört meine Ergebenheit. Ja, wir gehen ja extra mit ihm hier rein. Der macht das schon und der wird dann nämlich nicht angegriffen. Ich werde einen Weg finden. Also bekommen wir nämlich auch die Zwergforschung. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Die Ehre gebietet es. Euch gehört meine Ergebenheit. So. Schwer wiegt meine Bürde. Ja, ja. Wir gehen weiter. Audin Rashagal. Euch gehört meine Ergebenheit. Seid vorsichtig. Kerrigan hat Wachen aufgestellt, um unseren Weg zu versperren. Es könnte eine Falle sein. Wir sollten sie mit Umsicht ausschalten, einen nach dem anderen. Sonst riskieren wir, einer Übermacht gegenüberzustehen. Shosak Moknul. Euch gehört meine Ergebenheit. In Arudin Rashagal. La, 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 la. Die Ehre gebietet es. Schwer wiegt meine Bürde. Ich werde einen Weg finden. Wir dürfen nicht zagen. So. Damit wird eigentlich nur gemeint, die Einheiten da unten auf dem Boden schalten wir so aus, dann nerven die nämlich nicht mehr. Die Fluganheiten können wir je nur mit den anderen Dingern ausschalten. In Arudin Rashagal. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Ehre den Dalai Lama. Die Berstlinge versprühen Säure, wenn sie sterben. Hetzer erledigt sie aus der Entfernung. Sprecht ihr mich an? Ich bin das Herz der Finsternis. Wir bleiben Serratul! Ganz wie ihr wünscht. Ja genau, das war nicht... Das sollte man eigentlich nicht machen. Weisheit. Aber ich glaube, der regeneriert sich auch, ne? Serratul, du regenerierst dich doch, oder? Nicht? Ja, zumindest ein Schild. Weil die Protoss, ne, die haben eine besondere Eigenschaft, nämlich... Doch, ich glaube, sein Leben regeneriert sich auch. Die haben eine besondere Eigenschaft, nämlich... Die haben... Schilde. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Euch gehört meine Ergebenheit. In Arudin Rashagal. Schwer wiegt meine Bürde. Und diese Schilde, die sind sehr praktisch, oder? Das ist nämlich ein weiteres... So ein bisschen mehr Leben haben die dann als andere Einheiten. Sprecht ihr mich an? Schilde. Ich werde einen Weg finden. Schwer wiegt meine Bürde. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Huch. Euch gehört meine Ergebenheit. Kleine Falle. In Arudin Rashagal. Stachelkrabbler. Tötet sie, bevor sie sich verwurzeln und angreifen können. Stimmung erfüllen. Die Ehre gebietet es. Ehre den Dalai. Der hohe Templer Karas ist ganz in der Nähe. Sagen. In Arudin Rashagal. Wir dürfen nicht sagen. Ich werde meine Bestimmung erfüllen.
Die Prophezeiung weist uns den Weg. Euch gehört meine Ergebenheit. In Arudin Rashagal. Kentaro Tassadar, Prälat Ziratun. Ich bin der Hohe Templer Karas. Meine Streitkräfte haben die Königin der Klingen bis zu dieser Welt verfolgt. Wir wissen jedoch nicht, wonach sie sucht. Kerrigan und ich fanden beide den Weg hierher, um einer uralten Prophezeiung auf den Grund zu gehen. Mit eurer Hilfe, so hoffe ich, werden wir sie vor ihr finden. Es ist mir eine Ehre, Erhabener. Geht voran. Ja, geil. Können Sie nicht kontrollieren? Ich bringe Weisheit in einer Zeit. Ja, einfach raufballern, weil wir können nicht anders. Euch gehört meine Ergebenheit. In Arudin Rashagal. In Ziratun, könnt ihr die fliegenden Zerg übernehmen? Die Ehre gebietet es. Erledigt. Verzeihung weist uns den Weg. Ich vernichte diese Nydus-Würmer. Sonst werden die Zerg uns mit ihrer Verstärkung überwältigen. Hetzer, begebt euch auf die Anhöhe und helft unseren Brüdern. Nö. Ziratun hat ihre Würmer ausgeschaltet. Rückt vor! Die Ehre gebietet es. Das letzte Stück der Prophezeiung. Es ist die Rede von jemandem, der den Kreislauf der Götter unterbrechen wird. Das klingt unheilvoll. Aber wenn die Königin der Klingen diese Prophezeiung sucht, müssen wir sie vor ihr verbergen. Der Rest ist unleserlich. Was? Selbst wenn du die tieferen Schichten der Prophezeiung freilegst, Ziratul, dem Schicksal, das uns alle erwartet, kannst du nicht entkommen. Gegen eine solche Übermacht können wir uns nicht behaupten. Ich werde die Königin der Klingen aufhalten, um euch die Flucht mit den Fragmenten zu ermöglichen. Ich werde euch nicht zurücklassen. Die Prophezeiung ist wichtiger als jeder von uns. Enthüllt ihre Geheimnisse, Ziratun. Die Zukunft hängt davon ab. Euer Opfer wird nicht in Vergessenheit geraten, Bruder. Ich muss die Lehrensucher erreichen, bevor mich die Zerg überwältigen und die Prophezeiung verloren ist. Ich werde einen Weg finden. Wir dürfen nicht zagen. Euch gehört. Warte mal, die machen wir mal hier weg. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Ehre den Dalai-Lam. Ich werde einen Weg finden. Euch gehört meine Ergebenheit. Wir haben nämlich jetzt nicht so ein Zeitgedöns. In Arudin Rashagal. Euch. Wir müssen jetzt sehr schnell hier agieren. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. In Arudin Rashagal. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Jetzt werde ich eins mit der Kala.
Ich muss die leere Suche erreichen. Teleportieren hat nicht funktioniert. Und die Prophezeiung in Sicherheit bringen. Der Tod meiner Brüder soll nicht umsonst gewesen sein. Ah, Kacke. Nein! Raschagal. Game over! Okay, Moment. Da hätte ich vielleicht ein bisschen anders vorgehen müssen. Ich hoffe mal, Kontrollpunkt ist beim Backrennen. Und dann haben wir nämlich noch ein bisschen. Oh ja. Ich muss die Lehrensuche erreichen, bevor mich die Zerg überwältigen und die Prophezeiung verloren ist. Wir dürfen nicht zahlen. Euch gehört meine Ergebenheit. Ich werde einen Weg finden. Euch gehört meine Ergebenheit. Ehre den Dalai Lama. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. La 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 la. Die Ehre gebietet es. Euch gehört meine Ergebenheit. Die Prophezeiung weist uns den Weg. In Arudin. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Euch gehört meine Ergebenheit. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Die Ehre gebietet es. Gehört meine Ergebenheit. Ein bisschen besser vor. Jetzt werde ich eins mit der Kala. Ich muss die Lehrensuche erreichen und die Prophezeiung in Sicherheit bringen. Der Tod meiner Brüder soll nicht umsonst gewesen sein. Stimmung erfüllen. Ehre in deinem Namen. Ja, komm hier, die wegmachen. Die Ehre gebietet es. Ich werde einen Weg finden. In Arudin Raschagal. Euch gehört meine Ergebenheit. In Arudin Raschagal. Die Ehre gebietet es. Tschüss! Diesmal hat die Teleportation geklappt. Alleine kann ich die Fragmente nicht entschlüsseln. Aber ich weiß, wer mir helfen könnte. Die Bewahrer von Sakul. Können sie es nicht, fürchte ich, wird das gesamte Universum brennen. Sieg! Wir haben es geschafft. Die erste Mission abgeschlossen von dieser Reihe. Auch wenn ich einmal gestorben bin, weil ich diese Teleportation nicht hinbekommen habe und mich in den Tod gestürzt habe. Ah, es läuft. Labor der Hyperion um 15:32 Uhr, Bordzeit. Und wir dürfen mit Hansen wieder sprechen. Bevor du fragst, Doc. Danke. Mir geht's blendend. Du hast sehr lange in diesen Protoss-Kristall gestarrt. Bist du dir sicher? Naja, jetzt wo du es sagst, ich könnte einen oder zwei Drinks vertragen. Vielleicht ergeben die Visionen mehr Sinn, wenn ich betrunken bin. Was hast du gesehen, Jim? Einen alten Freund, der nach dem Ende aller Dinge sucht. Krass. Und wir dürfen wieder was auswählen. Und zwar einmal orbitale Depots. Wir können Depots sofort bauen, was ich ziemlich geil finde. Oder aber wir können Mikrofilterung, Raffinerien und automatisierte Raffinerien produzieren. Vespingas 25% schneller. Genau, wir können nämlich auch Raffinerien bauen, die automatisiert abbauen. Und dafür brauchen wir dann keine Leute. Ich weiß nicht, ob wir die automatischen Raffinerien schon haben. Ah ne, wir haben die noch gar nicht. Das ist eben das Ding. Wenn wir diese automatische Raffinerie, wenn wir diese Sachen nehmen, dann sind wir eigentlich schon fast gezwungen, bei Stufe 15 automatische Raffinerien zu nehmen, weil ansonsten würde dieser Perk gar nicht wirklich Sinn machen.
Wenn wir jetzt aber das andere nehmen, und das finde ich eigentlich ziemlich geil, weil man Depots instant bauen kann, dann finde ich, könnte man auf Ausbilden von zwei BWFs gleichzeitig gehen. Das finde ich sehr praktisch. Wobei man natürlich trotzdem immer noch automatisierte Dingens hier auf einer Arena bauen kann. Weil die, das ist auch eigentlich praktisch, weil dann kann man nämlich da schon mal, ja, das ist halt mit den BWFs habe ich eigentlich nie wirklich so massenmäßig Probleme. Aber wir nehmen das hier. Und ich glaube, wir gehen dann auch auf automatisierte Dinger. Ja, dann gehe ich hier mal kurz hier alle Sachen durch. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Kronprinz Valerian. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, Hoheit. Ich habe zu danken, Kate. Es freut mich, hier sein zu können. Lassen Sie mich gleich zu der Frage kommen, die alle am meisten beschäftigt. Gibt es derzeit jemanden Besonderen in Ihrem Leben? Wenn ich ehrlich sein soll, Kate, schwärme ich schon seit Jahren für Sie. Ach du meine Güte. Aber mal ganz im Ernst. In Anbetracht der Zerg-Invasion habe ich momentan wenig Zeit für derlei Dinge. Ich studiere unter General Warfield eingehend Militärtaktiken und meine spärliche Freizeit widme ich der Staatslehre. Es ist mein Ziel, der beste Imperator zu werden, den unser Volk sich wünschen kann. Sobald die Zeit dafür gekommen ist, natürlich. Na toll, dann gibt es jetzt schon zwei von der Sorte. Geil! Wie kam's, dass du so ein guter Kumpel von den Protoss geworden bist? Bei allem, was ich bisher über die gehört habe, bringen sie Terraner um, sobald sie sie sehen. Einige von ihnen schon. Aber es gibt auch welche, die selbst ihr Leben dafür geben würden, Leute wie uns zu beschützen. Ich habe ihnen im ersten Krieg dabei geholfen, ihre Heimatwelt gegen die Zerg zu verteidigen. Und ein zweites Mal, als Kerrigan mit dem Schwarm zurückgekommen ist. Loyalität ist ihnen heilig. Mann, Jimmy. Hört sich ja fast an, als würdest du sie mögen. Ich hab nicht erwartet, dass du das verstehst, Titus. Komm, die sind eigentlich ganz nett, oder? Zumindest die, die nett sind. Die sind nett. Gut, dich zu sehen, Bruder. Ich... Warte mal. Ich sehe es in deinen Augen. Du warst in der Geisterwelt, der Protoss. Er hat dir einen Kristall gegeben. Und damit siehst du, was er gesehen hat. Das geht dich nichts an. Scher dich aus meinem Kopf, Tosh. Wie du willst. Aber du solltest vorsichtig sein, wenn du auf die andere Seite siehst. Wenn du mich brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Der Typ ist gruselig. Der weiß irgendwie ganz viel. Nur indem man uns anguckt. Das ist total gruselig. Aber gut. Wie lang war ich unten im Labor, Matt? Sie sind schon seit Stunden weg, Sir. Sind Sie die ganze Zeit über im Labor gewesen? Ich habe Zeratuls Kristall benutzt. Ich hätte schwören können, dass es nur ein paar Minuten waren. Das war so real. Zeratul war auf der Suche nach einer Prophezeiung der Xel'Naga über das Ende des Universums. Da ist noch mehr. Ich bin nur noch nicht so weit gekommen. Ja, das könnte sehr interessant werden. Ich habe null Credits. Ja, stimmt, weil ich ja durch diese Mission noch keine Credits bekomme, sondern nur Forschung. Einen sehr starken Forschungsboost. Deswegen kann ich hier auch nichts kaufen. Ja, ne? Ab ins Labor und nochmal schön einmal in den Kristall glotzen, denn durch sind wir noch nicht. Denn er ist noch anklickbar. Ich glaube, der wird dann nach einer Zeit nicht mehr anklickbar sein. Da kommt am Ende auch noch eine Cutscene, eine spezielle, wo man dann nicht schon sehen kann, dass man dann mit der Missionsreihe dann durch ist. Und dann ist auf Y. Kann man den nicht mehr anklicken. So machten wir uns auf den Weg zur verbotenen Archivwelt von Sakul. Dort erwartete uns das Triumvirat der geheimnisumrankten Bewahrer. Und in den Schatten beobachtete uns noch etwas anderes. Lauernd. Die Mission heißt, erkunde
Nee, nicht Ihr Kunde, sondern eine dunkle Wende. Und zwar beraten Sie sich mit dem Bewahrern von Sakul. Und wir haben die Forschungsmöglichkeiten wieder 3 Protoss und 3 Zerg-Forschungen, die wir natürlich uns wiederholen müssen. Und wahrscheinlich ist Protoss-Forschung leichter zu holen als Zerg-Forschung. Alles klar. Oder auch nicht. Na dann, Zeratul, alter Freund. Du hast also deine mysteriöse Prophezeiung bekommen. Dann wollen wir doch mal sehen, was deine Bewahrer daraus gemacht haben. Meine Mission zur Entschlüsselung der Prophezeiung führte mich zur verbotenen Archivwelt von Sakul. Hier bewachten 3 unsterbliche Bewahrer das uralte Wissen. Nur sie konnten die Fragmente der Prophezeiung deuten. Ich musste sie so schnell wie möglich aufsuchen. Also gut. Es ist ungewöhnlich still hier. Doch diese Strukturen sind intakt. Mit Energie wären sie einsatzbereit. Ja, das Besondere an den Protoss ist halt, dass sie spezielle Baumechaniken haben. Also wir können halt mit diesen Drohnen bauen, ohne dass die Drohnen bei dem Bauvorgang dabei sein müssen. Also sie warpen das Gebäude sozusagen rein. Dafür gibt es eine andere, eher nervige Mechanik bei den Protoss, nämlich das Gebäude nur funktionieren, wenn in der Nähe so Pylonen sich befinden. Ansonsten deaktivieren sie sich einfach. Das wird hier auch schon angezeigt. Das heißt also, ich muss hier, bevor die Gebäude wirklich funktionieren, arbeiten und auch Einheiten produzieren können, so Pylonen in die Nähe ballern. Und da sieht man auch das Feld, wenn sich das Gebäude in diesem Feld, was da angezeigt wird, sich befindet, bekommt es Energie von den Pylonen und es läuft. Nur das Hauptgebäude, das glaube ich, das funktioniert unabhängig von den Pylonen, das hat immer Energie. Guck mal, das ist einfach da so ein Warp-Portal hingestellt und ich kann sofort instant damit anfangen. Oh, das habe ich ein bisschen verschoben, aber das geht glaube ich noch klar. Kann ich jetzt einfach weiterbauen. Das baut sich von alleine auf, das Gebäude. Quasi. Das ist ganz praktisch. Das Bauen geht mit den... Also das Planen und Platzieren mit den Protoss geht sehr schnell und sehr gut. Die mächtigen Geister der Bewahrer sind ganz in der Nähe gefangen. Wir müssen sie finden. So, jetzt muss ich mal gucken, welche Gebäude eigentlich sinnvoll... Ich baue mal hier kurz ein... Ja, das sind diese Vespinga-Dinger. Die haben nämlich alle auch einen anderen Namen. Da muss man sich jetzt ein bisschen einfinden, weil Protoss habe ich jetzt nicht so unbedingt häufig gespielt. Das heißt, ich muss da auch einmal gucken. So, das sind, glaube ich, Ja, Warpknoten sind, glaube ich, die Einheiten-Dinger. So... Was? Kann ich gar nicht. Achso. Moment, bauen die. Doch, die müssten eigentlich das auch abbauen. Hin und her. Ja, doch, genau. Es befinden sich viele verlassene Gebäude an diesem Ort, die wir nutzen können. Sie müssen lediglich durch den Bau gut platzierter Pylonen mit Energie versorgt werden. Ja. So, jetzt gucken wir mal kurz. Was brauche ich, um die Einheitenkapazität zu erhöhen? Ich weiß nicht, hier was... sogenannte Versorgung, bauen sie Pylonen. Ach, Pylonen sind auch dafür da, um die Versorgung zu erhöhen.
Die Bewahrer, die ihr sucht, dienen nun einer höheren Macht, dunkler Krieger. Nadan Dailan! Ula Shadari! Einer höheren Macht? Was könnte diese Protoss derart verdorben haben? Wahrlich, etwas abgrundtief Böses muss von diesem heiligen Ort Besitz ergriffen haben. Ja, wir bauen uns unsere... Ich kann schon erweiterte Gebäude bauen, Zirkel des Zwillings. Oh ja, kann ich. Aber ich glaube, wir haben hier einen, oder? Nee, das ist nur eine Schmiede. Aber Zirkel... Moment. Upgrade-Möglichkeiten für Berserker und Hetzer. Das ist natürlich nicht schlecht, aber habe ich nicht so ein Gebäude vielleicht sogar... Doch, habe ich hier. Und es hat keine Upgrade-Möglichkeiten. Aber dieses Gebäude ist schon gebaut worden. Also bringt es mir jetzt nicht, das Gebäude zu bauen. Wir benötigen eigentlich nur... solche Sonden, die uns dabei helfen, Sachen abzubauen und damit wir mehr Einheiten produzieren können. Und durchaus auch mal ein Pylon. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Versorgen Sie die die verlassenen Gebäude kann ich hiermit. Moment mal. Was ist dein? Nee, warte mal. Wir sind eins mit den Schatten. Mann, das ist so ein Gebäude, das hier ganz in der Nähe. Mein Leben für Ajur! Was ist denn das für eine Cutscene? Hybrid aus Protoss und Zerg? Ihr Götter, eine Monstrosität. Wer hat dieses Scheusal erschaffen? Kommt, meine Sklaven. Es ist an der Zeit, mir eure Stärke zu geben. Warte. Ist das jetzt auf Zeit? Dann habe ich ein Problem. Na, schon mal nicht. Ganz wie ihr wünscht. Eine Roboterfabrik. Dieses Gebäude könnte sich als nützlich erweisen. Lalalala. Guck mal, ich baue hier mal einen Pylon hin. Ihr habt nicht genügend Mineral. Mein Leben für Ajur! Ich habe nicht genug Mineralien, ja, weil ich auch zu wenig abbaue. So, du kommst ja jetzt zurück. Dieses Wissen ist verboten. So, achso, der schickt uns jetzt hier schön... Vorerst. Schön, Leute. Nice. Ich danke euch, Mächtiger. Ich bin hier in den Schatten. Produziert mal schön. Ich glaube nämlich. Kann es sein? Oh ja, das ist so. Nun gut. Und noch irgendwelche. Im Namen der Rache. Der Hybrid. Wenn wir den töten, dann teleportiert er wahrscheinlich wieder zum Start zurück, ne? Was sind mein Leben für Ajur? Sehr weise. Wir müssen super schnell. Und ich glaube, der wird auch immer stärker, oder? Ich
geben. Der Hybrid entzieht den Bewahrern Energie, um zu überleben. Ich muss sie befreien, bevor es zu spät ist. Wir bleiben. Ihr müsst zusätzliche Pylonen. Lasst uns unsere Wut spüren. Ja, macht mal hier fertig. Euer Leben ist verbirgt. Ergebt euch der Verzweiflung. Warum denn hier ein Gebäude? Ein dunkler Schrein. Sobald er wieder mit Energie versorgt wird, könnte er von großem Wert für uns sein. Ja, da. Ich kann auch nicht planen, ich bin so inkompetent. Eins mit den Schatten. Das wolltest du mir doch sagen, oder? Nee, wo geht hin? Oh, nein. Was? Wie ihr befehlt. Basis wird angegriffen. Ganz wie ihr wünscht. Nee, ihr. Nein, ihr zurück. Ich spüre eure Gegenwart. Wie behindert! Es ist vor. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Der Feind rückt näher. So, wir müssen hier mal ein bisschen. Wir müssen ein wenig safer spielen. Teratul, euch hat wahrlich das Schicksal gesandt. Schließt euch mir an, Brüder, und gemeinsam werden wir das Böse von diesem Ort vertreiben. Davon können wir aber nichts produzieren. Er fehlt uns. 41, 55, ja, komm, bau hier nochmal einen schönen Pylon hin. Existenz. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Manpower. Ah doch, wir können die dunklen Templer heranwarpen. Ich bei diesem Punkt hier. So, wohin gehen die? Wer geht der Typ? Weiß nicht. Erneut diene ich. Es hat nur zwei Wege. Da geht es wieder den unteren Weg. Ich glaube, das werden die schaffen, oder? Ich vernahm euren Ruf. Kaladur. Wir marschieren zum Sieg. Ich komme aus dem. Erneut diene ich. Ja, das schaffen die. Undara. Nur ein vorübergehender Rückschlag. So, ich bin jetzt mal langsam dabei, da was zu produzieren, aber
Wir machen das in der nächsten Aufnahmesession. Dann geht's weiter. Und dann werden wir mal so langsam, denke ich mal, angreifen. Denn das kann ja nicht so lange weitergehen. Wir müssen hier kurz ein bisschen was produzieren und dann daran langrushen. Das machen wir jetzt. Ja, beim nächsten Mal.